Hallo zusammen, hier spricht die Shalia und wir sind live auf Facebook. Hi, Martina, grüß dich. Sie schreibt sehr spannend. Martina, das finde ich gut. Das motiviert mich jetzt schon, bevor ich angefangen habe. Du bist schon bei sehr spannend dabei. Das finde ich großartig. Was haben wir denn heute für ein Thema? Also, wir haben heute das Thema in 50 Tagen zu 50.000. Und wir reden heute im Facebook Live im Rahmen von dem Successful Solopreneur System, das diese Woche feierlich in einem Sonderangebot angeführt wird. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Wir fangen direkt an. Ich fange gerne direkt los, wenn es um diese Facebook Live Videos geht. Und ich möchte beginnen mit der Geschichte zu diesem Titel und wie ich drauf gekommen bin. Und meine Frage an dich ist, reizt dich das auch? Die Martina findet das spannend. Tatsächlich, dieser Titel hat mich angesprochen und zwar sehr vor sehr langer Zeit. Und zwar, es war das Jahr 2009. Ich hatte mich gerade frisch selbstständig gemacht, obwohl ich immer noch in der Coaching-Ausbildung gewesen bin, so quasi zwischen dem Angestellten-Dasein und meinem neuen Leben als Solopreneurin. Und in diesem Jahr wusste ich gar nicht, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe in diesem Coaching- und Training-Master-Studiengang. Und ich wusste, langsam geht diese Ausbildung zu Ende, also Mitte 2010. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht mache ich ein bisschen vorbeugend beginnen, auf den Markt zu schauen und mich zu orientieren, was ich so machen könnte, wenn ich groß bin, sozusagen, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin. Und ich habe meine Aufmerksamkeit in der Zeit in Richtung USA und Großbritannien und anderen anglosächsischen Sprachräumen gerichtet, weil damals war eine ganze Bewegung von Coaches, Trainer, Berater und andere herzgetriebene Dienstleister, die begonnen haben, ihr Business online zu bringen. Und schon in 2009 war ein Riesenboom zum Beispiel in den USA zu diesem Thema. Und du hast es vielleicht mitbekommen in Deutschland. War erst der Boom Ende 2014, Anfang 2015 kam das richtig ins Rollen, also so dass wir auch einen entsprechenden Markt dafür haben. Und damals bin ich über diesen Titel gestolpert, nämlich 50 Days to 50K. Und das war damals ein Angebot von Nicola Bird, mittlerweile eine langjährige Mentorin von mir, aber damals kannte ich sie nicht. Sie kam aus Großbritannien und hatte Jigsaw Box erfunden. Und das war und ist heute noch ein Tool von Coaches für Coaches, also wie man sein Online-Business aufbaut. Und die Idee des Programmes war, dass du in 50 Tagen von Start bis Ende quasi ein Online-Bootcamp auf die Beine stellst und dass du diese an den Mann bringst oder an die Frau bringst, an deine Zielgruppe. Die Idee war, dass man ein eigenes proprietäres System entwickelt und aus diesen Schritten macht man ein sogenanntes Bootcamp. Also damals hat man unter Bootcamp online verstanden, dass man binnen 6 oder 7 Wochen die Kunden zu einem spezifischen Ergebnis führt. Und damals war das, was ich in diesem Kurs gelernt habe, folgende Idee. Wir haben alle quasi den gleichen Preis eingesetzt, nämlich 997 €. Hallo, El Eike, schön, dass du da bist. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir machen alle um dieses fast 1.000 € Produkt oder in dem Sinne Dollar, je nachdem wer an Bord war, zu platzieren in unserer Zielgruppe, dass wir ein Verkaufswebinar veranstalten. Das haben wir in dem Kurs gelernt, wie man das macht. Und natürlich gab es damals schon die Idee, dass man vor und nach dem Webinar gewisse vorbereitende E-Mails oder eine Nach- und Follow-up-Sequenz macht. Und dass man dadurch quasi 50 Plätze verkauft für diese 1.000 Dollar oder Euro und dass man von dort weg auf diese 50.000 € oder Dollar kommt, also 50K. So, jetzt bevor ich weitermache, sage ich hallo, hallo Patricia. Eike sagt, schau dir von deinem super süßen Akzent und deiner liebevollen Art bin ich total begeistert und dein Content ist toll. Vielen Dank, Eike, das ist total nett.
Also dieser Akzent muss irgendwo einen Vorteil haben, sonst ist es umsonst. Naja, jedenfalls, damals war ich total begeistert von dieser Idee. Nur ich hatte folgende Situation. Ich habe das Ziel nicht erreicht. Und wenn ich zurückblicke, kann ich ganz klar sehen, zwei Dinge ganz klar. Zum einen hatte ich eine mini kleine E-Mail-Liste mit 100 Leute drauf. Und vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Vielleicht ist deine E-Mail-Liste auch nicht 5.000 oder 10.000 Personen groß, also wo die meisten Online-Vermarkter in diese Richtung schon gehen, die etwas etablierter sind. Vielleicht hast du auch eine eher kleine Zielgruppe hinsichtlich deiner E-Mail-Liste. Und das zweite Thema war, dass es eine Sache ist, etwas theoretisch zu verstehen. Ich habe natürlich das gesamte System, wie es dargelegt wurde und wie man diesen 50 Tage zu 50k kommt, verstanden. Aber es hat wirklich Jahre gebraucht, bis ich in der Lage war, das wirklich auch meisterhaft umzusetzen. Mit Souveränität, mit Ruhe und mit Begeisterung und Inspiration. Ja, darüber werden wir noch am Ende von diesem Webinar, sage ich schon, Facebook Live Video ein bisschen weiter sprechen, was dieses Dinge meistern, warum das wichtig ist und was das für einen Einfluss hat auf deine Pakete und Preise. Und ich habe gedacht, wir reden heute einfach darüber, wie du dorthin kommen kannst. Und ich habe gedacht, wir machen das aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Und zwar, vielleicht bist du heute dort und bist ein etablierter Dienstleisterin. Und du hast schon längst die 50.000-Grenze überschritten. Und du suchst mit diesem Video ein paar Impulse dafür, wie du tatsächlich in kürzerer Zeit die nächste 50.000 machen kannst. Oder aber du bist relativ neu auf dem Markt. Vielleicht bist du in den ersten zwei, drei Jahren deine Selbstständigkeit. Und für dich geht es darum, wirklich in diese erst 50.000 Euro Jahresumsatz zu kommen. Und ich rede mit sehr vielen Solopreneuren jede Woche und jeden Monat, jeden Tag. Und viele von ihnen, mit denen ich spreche, sind genau dort, wo du bist. Sie sind auf dieser Schwelle zu den ersten 50.000 Euro. Und das sagen sie mir, dass das ihr Ziel ist. Es ist irgendwo was wie eine magische Zahl. Und viele berichten mir auch, dass sie denken, wenn sie dieses erreichen könnten, dann hätten sie den Beweis dafür, dass ihr Geschäftskonzept tragfähig ist, dass Hände und Füße hat oder Hand und Fuß hat, so glaube ich, sagt man auf Deutsch. Sie wollen es sich selber beweisen und teilweise wollen sie es auch ihrem Umfeld beweisen. Sie können ihrem Partner oder ihren Eltern sagen, schau mal her, ich habe diese ersten 50.000 verdient. Also wollen wir das angehen gleich gemeinsam und ich möchte heute drei Wege zeigen, wie du dorthin kommst und ich möchte dann eine Unterscheidung machen, die sehr wichtig sein wird für dich, je nachdem, wo du in deinem Business gerade stehst. Und weil ich das Beispiel mit Nicola Bird als erstes gebracht habe, fangen wir mit dem Beispiel an, dass du ein Online-Programm launchen möchtest. Und es muss gar nicht sein, dass du dieses Bootcamp-Modell machst mit 6 bis 7 Wochen intensiv jemand oder eine Gruppe in Richtung ihre Ziele führen. Es kann über einen 6-monatigen Zeitraum sein. Und ich habe gedacht, wir dehnen diese 50.000 erstmal auf ein ganzes Jahr gesehen. Und für diejenigen, die etablierter sind, ihr könntet die Übertragungsleistung machen für einen kürzeren Zeitrahmen. Okay? Ist das ein Ding? Schreib mir hier im Facebook-Kommentarbereich, ob das für dich gut ist. Und wenn nicht, ist es auch egal, weil ich habe das schon vorbereitet. Also, stell dir folgendes Szenario vor. Stell dir vor, du möchtest dieses 50.000 Euro verdienen mit dem Verkauf eines Online-Programms beziehungsweise mit dem Launch eines Online-Kurses. Früher in meinen Agenturzeiten hat man gesagt, dass man, wenn man ein Produkt oder eine solche ähnliche Dienstleistung launcht, dass man mit einer Umwandlungsrate von 2,5% rechnet. Das heißt, von all diejenigen, die von der Kampagne erfahren, werden 2,5% um den Dreh rum konvertieren und tatsächlich Kunden werden. Allerdings in der Agentur, wo ich zusammengearbeitet habe mit globalen Marken, haben sie viel breitere Zielgruppen gehabt und daher waren die Kontakte
an einem anderen Ort. Die waren ein bisschen kälter teilweise. Also die Markenbekanntheit war wichtig, aber teilweise waren die Kontakte etwas kälter, weil die Marke hat damals nicht so viel Zeit verbracht mit der Zielgruppe. Und in dem jetzigen Kontext heute gehen wir von einer Zahl, die ich immer wieder überall höre, nämlich in diesem Kontext von einem Experten oder Solopreneur, der oder die einen regelmäßigen E-Mail-Newsletter rausbringt, der oder die Webinare hält regelmäßiger, irgendeine Art von Follow-up-Strategie online macht, gehen wir eher von einer Konversionsrate von 5% circa. Das heißt, wenn du auf diese 50.000 kommen möchtest über deinen Verkauf von einem Online-Kurs, könntest du zum Beispiel dieses 1.000-Euro-Produkt, das ich zu Beginn angesprochen habe, nehmen? Und dann bräuchtest du natürlich, ausgerechnet, 50 Teilnehmer, ist ganz klar. Und wenn wir bei dieser 5% Umwandlungsrate sind, dann brauchst du in etwa 1.000 relativ frische, warme Kontakte. Das widerspricht sich, wenn du das anhörst, vielleicht ein wenig, denn was ist ein frischer Kontakt und ein warmer Kontakt? Naja, das heißt, stell dir vor, es ist keine Karteileiche. Es ist niemand, der vor 3 oder 4 Jahren auf deine E-Mail-Liste gekommen ist und irgendwie zu faul ist, abzubestellen oder hat dich irgendwo mal weggeordnet in einem E-Mail-Ordner und lässt es einfach dort reinkommen. Also wir gehen davon aus, dass es Personen sind, die relativ neu an Bord sind, vielleicht in den letzten 12 bis 18 Monate. Und die sind deswegen warm, weil du hast innerhalb von dem Zeitraum, bevor deines Launches, sie aufgewärmt. Ich gebe dir ein Beispiel. Letzten Monat im April habe ich 4 Webinarreihen gemacht mit meiner Keep in Touch Strategie. Und da am Ende waren eine Menge an Leute, die immer wieder live dabei waren, immer wieder die E-Mails gelesen haben. Also sie waren warme Kontakte, auch wenn viele davon neu dazugekommen sind. Okay, macht das Sinn? Also relativ frische und warme Kontakte. Und was ich gerade merke ist, dass es vielleicht interessant sein könnte für dich, wenn du diese Zahlen aufschreiben möchtest. Vielleicht willst du einen Stift und einen Zettel holen. Vielleicht hast du schon eins. Und während du danach guckst, werde ich einen Schluck Wasser nehmen. So. Also, das wäre möglich in einem Jahr. Hier ist das Ding. Wenn du dieses Modell angehen möchtest, bedarf es ganz viel Kenntnisse über Technik. Und das höre ich immer wieder von meinen Kunden, das ist der größte Stolperstein, den sie erleben, weil du musst lernen, wie du eine Landingpage aufsetzt. Du musst lernen, wie du einen Online-Kurs in Form eines Programms in einen Mitgliedschaftsbereich online bringst. Du musst lernen, wie du einen E-Mail-Autoresponder aufsetzt. Du musst lernen, wie du ein Webinar hältst und. Die Leute brauchen in der Regel tatsächlich 1 Jahr bis 1,5 Jahre, manchmal bis zu 2 Jahre, bis sie all diese Fähigkeiten nicht nur verstanden und aufgesetzt haben einmalig, sondern auch bis sie begonnen haben, wirklich ihre Sichtbarkeitsängste zu überwinden, die auch anzuwenden und sich auf den Weg machen zu einem meisterhaften Auseinandersetzung mit diesen Themen. So. Und außerdem treffe ich auch folgende Situation häufig, nämlich, dass viele der Leute sich nicht trauen, zu Beginn mit einem 1.000-Euro-Produkt zu beginnen. Das habe ich zwar damals gemacht bei diesem 50 Days to 50K und habe 10 Plätze verkauft, tatsächlich 10.000 Euro umgebracht, aber ich bin amerikanisch mutig und irgendwie manchmal übermutig und habe mich getraut. Viele, mit denen ich spreche, sagen, Shelia, 200 Euro ist quasi die Grenze für mich. Was natürlich aber bedeutet, dass du wesentlich mehr Plätze in deinem Online-Kurs verkaufen musst. Nämlich genau 250 Teilnehmer bräuchtest du, um auf dieses 50K zu kommen. Das heißt, du bräuchtest bei einer 5% Umwandlungsrate circa 5.000 relativ frische und warme Kontakte, die du ansprechen kannst mit deinem Webinar, mit deiner Follow-up-Serie oder was auch immer du tust, um dein Produkt zu launchen. Hast du das? Das ist der Grund, warum viele, die sich frisch auf den Markt begeben, in ihre Selbstständigkeit in den ersten 2, 3 Jahren sind, dass dieser Online-Kurs-Launch für sie eine große Hürde ist. Weil bis sie alles aufgesetzt haben, sich trauen, den richtigen Preis zu machen, eine Community von 5.000 € Leute aufgebaut haben, das dauert einfach eine Weile. Das heißt nicht, dass du das nicht in 6 Monate schaffen kannst. Es gibt durchaus Leute, die in der Lage dazu sind. Aber das ist eine Möglichkeit, wie du diese 50K hinbekommst. Und wenn du ein etablierter Dienstleister bist, ist das sicher für dich in 50 Tagen möglich. So,
Jetzt wollen wir über die komplette Kehrseite sprechen. Ein weiterer Weg, wie du an 50.000 Euro Jahresumsatz kommen könntest, wenn du Coach, Trainer, Berater oder herzgetriebener Dienstleister bist. Und ich habe hier aufgeschrieben als Notiz Kalkulation des Geld pro Stunde Ansatz. Denn tatsächlich kommen zu mir viele, die am Anfang sind und sie sagen, Shalia, ich habe ein Umsatzziel von 50.000 in diesem Jahr. Allerdings, ich bin gerade bei einem Stundensatz von 80 Euro, manchmal sagen sie 90 Euro, aber 80 ist meistens das, was ich immer wieder höre, egal ob in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz ist es schon ein bisschen eher, also da fangen sie häufig an bei 120 oder 140 Franken, da ist der Markt natürlich ein anderer. Und sie sagen, ich bin gerade dabei, ich verkaufe eine Stunde, verbringe diese Stunde Zeit mit meinem Kunden und kriege ein entsprechendes Stundensatz, ein Stundenhonorar. Trifft es auf dich zu? Also wenn es auf dich zutrifft, dann könnte diese Kalkulation für dich interessant sein und das wäre ein guter Zeitpunkt, um deinen Stift herauszuholen. Nämlich, wir kalkulieren das durch. Du möchtest auf 50.000 Euro kommen. Du nimmst ein Honorar von 80 Euro, nur mal als Beispiel, das häufigste, was ich höre. Ein Jahr hat 56 Wochen und wir gehen davon aus, dass du 4 Wochen Urlaub nimmst. Und wenn du das durchkalkulierst, was das bedeutet ist, ist, dass du 57 Stunden pro Monat verkaufen müsstest, um auf diese 50.000 Euro im Jahr zu kommen. Macht das Sinn? Und wenn du jedes Mal eine Stunde ein neuer Kunde ist, dann würde es bei dir bedeuten 57 Kunden pro Monat. Na, stell dir vor, also wie kommst du an so vielen Leuten? Na, wenn du das machen müsstest, dann gehen wir von einer anderen Umwandlungsrate aus. Da gehen wir davon aus, dass du nämlich nicht launchst in dem Sinn, sondern dass du Erstgespräche durchführst. Vielleicht in deiner Praxis vor Ort oder du machst es online via Skype. Und das, was ich häufig höre am Anfang, wo man noch nicht ganz so weiß, wie das Erstgespräch gut läuft, ist, dass man meistens so bei einer Konversionsrate von ca. 25% oder drunter ist. Wir gehen allerdings von einem positiven Ausgang aus und sagen einfach 25, also das würdest du hinbekommen. Dann bräuchtest du quasi in dem Jahr 80, nee, warte mal, habe ich hier aufgeschrieben, nee, 228 Erstgespräche. Und das rechnet sich herunter auf 19 Erstgespräche pro Monat. Habt ihr das? Das ist eine riesige Zahl an Kunden, die ihr braucht, eine riesige Zahl an Erstgespräche pro Monat, wo die meisten einfach dort sitzen mit dem Kopf schütteln und sagen, Shelley, wie soll ich das hinbekommen? Ich bin froh, wenn ich ein paar wenige Erstgespräche pro Monat habe. Und das ist der Grund, warum, wenn sie auch zu mir kommen, dass ihre Umsätze für das Jahr so niedrig sind, teilweise unter 5 oder unter 10.000 Euro. Aus diesem Grund, es ist ja nicht einfach, so viele Leute in solche Erstgespräche zu bekommen. So, jetzt gehen wir in Richtung die dritte Lösung, wie du 50.000 Euro hinbekommst. Und jetzt ist es ganz wichtig, weil das ist eine Sache, die ich immer mehr und mehr sehe, nämlich, dass man wahrscheinlich eine Weile auf dieses Modell geht, bevor man später in Richtung eines Online-Kurs-Launches geht. In der Regel, also das kann man relativ schnell umsetzen. Man braucht nicht diese ganze technische Herausforderung, also Hindernisse zu überwinden. Und man kann relativ schnell damit loslegen und in den ersten Jahren schon zu seinem Umsatz kommen. Nämlich, es geht um das 1-zu-1-Paketmodell. Und zwar gehen wir bei diesem Modell davon aus, dass du deine 1-zu-1-Zeit schon noch anbietest. Das heißt, du arbeitest einzeln mit Kunden zusammen. Egal, ob du Grafikdesigner bist und einzeln mit einer Firma arbeitest oder ob du Coach bist und du eine 1-zu-1-Stunde mit einem Kunden machst. Allerdings schnürst du deine Stunden zu sogenannten Pakete und du verkaufst ein Volumenpaket, was zum Beispiel über 3 oder 6 Monate geht oder gar 9 Monate oder 12 Monate, je nachdem, wie du aufgestellt bist. Und bei diesem Paket gehen wir von dem gleichen Paketmodell gehen wir von dem gleichen Umsatzziel von 50.000 Euro im Jahr aus. Und wir bleiben bei der Idee, dass du es schaffst, in einem Erstgespräch ein Viertel der Leute, die zu dir kommen und sich interessieren für deine Pakete, auch zu einem Kunden zu machen. Okay? Und
Als Teil des Successful Solopreneur Systems gibt es sogar einen Kurs nach Pakete und Preise. Das ist das Modul 3 und wir werden morgen darüber reden, nämlich das perfekte Kennenlerngespräch. Da bringe ich dir in dem Kurs bei, wie du deine Umwandlungsrate auf 50 oder gar 80% bringst, was für die meisten gelingt, die diesen Prozess angehen. Das heißt, du erhöhst deine Konversionsrate und dadurch brauchst du noch weniger Leute, mit denen du Erstgespräche führst. Aber wir kommen gleich dazu. So gehen wir davon aus, dass du diese 25% Umwandlungsrate noch hast und dass du ein mittleres Paket hast in der Höhe von 5.000 Euro. Okay? Da bräuchtest du natürlich auf dein 50.000 Euro Ziel zu kommen im Jahr nur 10 Kunden. Das wäre ein ziemlich primiges Angebot, was du hast. Und du bräuchtest dafür 40 Erstgespräche im Monat, im Jahr oder 3 pro Monat. Okay? Der Unterschied zu vorhin, anstatt 19 pro Monat, nur 3 pro Monat. Also, dann fängt es etwas realistischer zu werden. Nur nicht ganz. Denn hier ist das Problem. Die meisten Leute, die zu mir kommen, sagen, stell dir 5.000 Euro, das kann ich doch nicht verlangen. Also, das traue ich mir nicht zu, das geht noch gar nicht. Okay, ich bin bei dir. Dann gehen wir einfach runter mit dem. Wir machen das um die Hälfte. Und stell dir vor, wir sind bei 2.500 Euro für dein mittleres Paket, was über 6 Monate geht beispielsweise. Dann müsstest du natürlich 20 Kunden haben über ein gesamtes Jahr und so würdest du auf deine 50.000 Euro im Jahr kommen. Also das heißt, du bräuchtest in dem Jahr 80 Erstgespräche oder 6 pro Monat. So würde sich das herunterbrechen. Fühlt sich das für dich realistischer an? Wahrscheinlich. Und wenn wir die ICF Global Coaching Studie schauen von dem Jahr 2012, ich glaube, in diesem Jahr kommt ein neues raus, dann wissen wir, dass der durchschnittliche Coach, der befragt wurde, wirklich Coaches, die von dieser Tätigkeit leben, auch gut leben können, sie haben durchschnittlich 24 Kunden pro Jahr. Und sie halten circa 12 Sessions mit ihnen über das ganze Jahr verteilt. Das heißt, bei einem mittleren Goldpaket zum Beispiel, dass sie über 6 Monate alle 2 Wochen mit dem Kunden zusammenarbeiten. Und tatsächlich, wenn ich über die vielen Jahre schaue, die ich auch 1:1 Coaching und Mentoring angeboten habe, habe ich in der Regel in einem 6-Monats-Abschnitt so um die 25 Kunden gehabt. Okay? Das heißt, wenn du das als relativ neuer Person auf dem Markt bist, anstrebst, das ist absolut realistisch machbar. So, jetzt wirst du da sitzen und vielleicht sagen, oh, Shalia, ich weiß aber gar nicht, wie kann ich attraktive Pakete schnüren, die meine Kunden gerne buchen und die eine sehr hohe Transformation und Wirkung für sie erzeugen, die sehr nachhaltig sind. Und ich weiß gar nicht, wie ich das an den Mann bringe. Naja, mein Tipp für dich wäre, dass du erstmal mit deinem Premium-Paket beginnst. Und was ist dein Premium-Paket? Dein Premium-Paket ist das, wo du sagst, okay, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn Zeit keine Rolle spielen würde bei meinem Kunden und wenn alle Bereitschaft der Welt da wäre für eine Veränderung bei dem Kunden, was würde ich dann machen? Was würde ich anbieten? Was würde ich mit dieser Person oder diese Personen tun? Würde ich Workshops halten? Würde ich eine Analyse durchführen? Würde ich die nachher durch einen Prozess führen? Würde ich Einzelcoachings nach dem Gruppentreffen machen, damit das nachhaltig ist? Also du denkst ja alles aus, was dein Herz erfreut, was du machen könntest, um eine sehr, sehr hohe Transformation zu schaffen. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass du deine Transformation kennst. Nämlich, wo sind sie am Anfang der Zusammenarbeit und wo möchtest du die am Ende haben? Was kannst du sicherstellen, wird für die meisten Kunden auch passieren in dieser Zeit? Das ist eine Sache, worüber du dir Gedanken machen solltest. Und nachdem du dein Premium-Paket hast und abgeleitet hast aus deiner Kalkulation, und ich nenne das die Business-Box, das ist in dem Successful Solopreneur-System vorhanden, dann wirst du die anderen Pakete in deinem 3- oder 4-stufigen Paketsangebot ableiten. Und wie das ganz genau geht, Schritt für Schritt für Schritt, das ist im Modul von dem Successful Solopreneur-System
in Form von 4 Masterclasses genau dargelegt. Mit Vorlagen, mit kleinen Kalkulationstabellen. Du kannst jetzt einfach alles eingeben, das wird für dich berechnet. Und so kannst du einfach da reinschauen. Wichtig an dieser Stelle für mich, und wir kommen ganz langsam zu Ende, ist zu sagen, wenn du es nicht schaffst, von deinem Jahresumsatz zu leben, verschwendest du irgendwann mal natürlich vom Markt als Coach, Trainer, Berater oder herzgetriebener Dienstleister. Das wäre natürlich sehr schade. Und deswegen macht es Sinn, sich zu beschäftigen mit seinem Preismodell, mit seinen Paketen. Und es macht Sinn, das durchzukalkulieren, weil die meisten wünschen sich diese 50.000 Euro in 50 Tagen oder über ein ganzes Jahr gesehen. Aber sie kalkulieren nicht genau durch, was benötigt, um dorthin zu kommen. Wie viele relativ frische oder warme Kontakte bräuchte ich? Oder wie viele Erstgespräche müsste ich tatsächlich durchführen? Und mit welcher Konversionsrate? Und das ist keine komplizierte mathematische Rechnung. Ich habe zwar Mathe studiert, aber ich bin furchtbar am Kalkulieren. Ich habe nämlich abstrakte Mathematik studiert. Wir haben uns eher mit der 6. und 7. Dimension abstrakt beschäftigt. Und selbst ich schaffe es, mit ganz, ganz einfachen Kalkulationen das Ganze hinzubekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, meiner Erfahrung nach, ist, dass es einen Win-Win darstellt für alle. Was heißt das? Das heißt, wenn du übergehst zum Beispiel zu einem Paketmodell für den Anfang oder für eine Zeit lang oder in eine Mischform mit deinen Online-Angeboten, dass es nicht nur für dich gut ist, weil du berechenbare Umsätze schaffen kannst, weil wenn du Pakete verkaufst, dann weißt du, wie lange jemand bei dir ist und du kannst pro Monat kalkulieren, wie viel reinfließt, sondern es ist auch für den Kunden oder deinen Klient ein Riesenvorteil, weil ich habe noch nie jemand getroffen, noch niemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe als Experte oder Solopreneur, der oder die mir nicht gesagt hat, auf der Frage hin, würde dein Kunde von einer längerfristigen Zusammenarbeit profitieren, anstatt ein One-Off, ein einmaliges? Und sie sagen, oh ja, natürlich, das ist nur ein Klacks, wenn wir nur 1, 2, 3 Mal zusammensitzen. Natürlich wäre eine längerfristige Zusammenarbeit wirksamer und nachhaltiger. Also auch wichtig, dieses Win-Win sich vor Augen zu führen. Und dann als letzte entlassende Information in den letzten 3 Minuten unseres heutigen Gesprächs möchte ich diese Idee über Preise ansprechen. Nämlich, es gibt ganz viele Stimmen da draußen auf dem Markt, die sagen, geh da raus, hol dir den Preis, setze 10.000 Euro an, überwinde dich, du bist es dir wert, führst dir vor Augen, dass du es wert bist. Also überliste dein inneres Gefühl, wird dir gesagt, geh aus deiner Komfortzone heraus. Meine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Hunderten von Experten und Solopreneuren ist, dass das eine andere Erfahrung ist, wenn es darum geht, das wirklich zu tun. Denn in unserem Inneren haben wir ein Gespür, eine innere Weisheit, wenn man so will, die uns sagt, jetzt gerade fühlt sich dieser Preis gut an für mich. Und ich rate meinen Kunden immer dazu, dem nachzugehen. Weil dieses Gefühl ist sehr, sehr weise. Und warum solltest du dich so weit stretchen, dass du in einem Erstgespräch dort sitzt, schwitzend, mit einem komischen Gesichtsausdruck und du kriegst jetzt gar nicht über die Lippen gesagt, was deine Preise sind. Dein Gegenüber merkt es, dass du dich nicht wohlfühlst, dass das nicht in Integrität mit deinem Inneren ist. Das heißt, deine Preise und Pakete sollen auf jeden Fall im Einklang sein mit deinem Gefühl. Und auch was ich häufig dabei erlebe und was ich auch nachvollziehbar finde, natürlich, es ist klar, als ich aus der Ausbildung gekommen bin in Sommer 2010, ich hatte zwar über fast 3 Jahre theoretisch gelernt, wie man als Coach agieren kann, wie man als Trainer agiert auf der Bühne in einem Workshop vor vielen Seminarteilnehmern. Allerdings war es die 7 Jahre danach, wo ich meine Skills, meine Fähigkeiten geschärft habe, wo ich immer besser wurde. Und die armen Kunden, die am Anfang zu mir gekommen sind, danke an alle, die mir trotzdem am Anfang getraut haben. Ja, ich war ein weit weniger guter Coach damals. Ich war eine weniger gute Trainerin. Und es ist doch logisch, dass ich damals
begonnen habe, mit eher bescheidenen Preisen für meine Pakete, für meine Dienstleistungen an einigen Stellen, weil ich mich da noch nicht wohl gefühlt habe. Bei dem Online-Training sehr wohl, weil irgendwie da war ich übermutig, aber bei den Coachings nicht, da war ich eher Hirngefühl. Ja? Und du kannst dich hinarbeiten. Also ich habe das über die vielen Jahre gemacht, Quartal für Quartal, immer ein bisschen erhöht und immer ein bisschen erhöht. Jetzt bin ich ungefähr bei einmal im Jahr erhöhe ich die Honorare. So viel dazu. Also nimm dir den Druck komplett raus, fange dort an, wo du gerade bist. Und vielleicht ist dort, wo du gerade bist, im Gefühl nicht tragfähig für ein 50.000-Euro-Geschäft in diesem Jahr. Aber vielleicht im nächsten Jahr oder in dem Jahr danach, da drauf. Der Tony Robbins, ein Life-Coach aus Amerika, der sehr berühmt ist, sagt immer, wir überschätzen gewaltig, was wir in einem Jahr hinbekommen. Aber wir unterschätzen gewaltig, was in 10 Jahren möglich ist. Und das wäre eine Inspiration, die du mitnehmen kannst für die nächste Zeit. Wir machen Marathon und nicht Sprint. Wir bauen ein Geschäft auf, wovon wir lange Jahre gut leben können und sehr zufrieden sein können. Jedenfalls ist das meine Philosophie. So, zum Schluss möchte ich nochmal eine Einladung aussprechen. Du siehst es die ganze Zeit. Hier steht Successful Solopreneur System und ein URL, nämlich www.successfulsolopreneursystem.com. Und ich biete in dieser Woche ein super Sonderangebot an, was am Ende der Woche auch zu Ende geht. Es ist ein besonderer Einführungspreis für dieses Programm. Dort kannst du hingehen. Heute haben wir darüber geredet, was im zweiten Modul von 6 Modulen drin ist, nämlich Pakete und Preise. Gestern war Zielgruppe und Positionierung dran. Die greifen alle ineinander über. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist es, dass du bei Modul 1 beginnst, dann 2, dann bei Modul 2 und dann 3 und so weiter. Und am Ende weißt du, wie du kontinuierlich ideale Kunden gewinnst und ein Business aufbaust, das du liebst und von dem du gut leben kannst. Also klick unbedingt darauf, geh hin, besuche die Seite. Dort erkläre ich in einem Video noch viel mehr über die Bestandteile der einzelnen Module. Und du hast die Chance, kostenfrei bzw. risikolos zu buchen. Du hast nämlich 30 Tage Zeit, um dir alles anzuschauen, zu gucken, wie die Modelle aufgebaut sind, wie ich lehre, was mein Stil ist, wie das Arbeitsmaterial aussieht. Und so kannst du hoffentlich eine sehr fundierte Meinung davon machen, ob du das gesamte System auch weiter behalten und weitermachen möchtest. Das war es von mir heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns morgen. Morgen geht es um das Thema das perfekte Kennenlerngespräch. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Tschüss zusammen.